Der Meister steht fest, welche Überraschung, aber ganz unten ist es immer noch ganz spannend. Da gibt es am 32. Spieltag zwei Abstiegskracher und unsere Tipps gleich. Ja, und es geht los am Freitag mit Union Berlin gegen Greuther Fürth und die Eisernen sind ja da haushoher Favorit. Wer will das anders sehen als diese Quote? 1,3 wäre schon fast zu viel. Aber wir wissen noch, was im Hinspiel war. Kannst du eine Wiederholung eines Fürther Triumphes geben? Genau, der erste Sieg in der Bundesliga, zumindest in dieser Saison, von Greuther Fürth. Jetzt hat Union aber in Leipzig gewonnen, sind auf Euroleague-Kurs und werden auch dieses Spiel gewinnen. Wer eine niedrige Quote mitnehmen möchte, der sollte vielleicht Asian Handicap minus 1 machen. Ich gehe davon aus, dass Union das easy gewinnt. Aber da kriege ich doch einen Anruf, Radek, von unserem Freund, den Herrn Leite. Und Herr Leite, schön, dass Sie anrufen. Ich muss Ihnen sagen, es ist unter Ehrenwert, also nicht unter aller Sau, dass sie einfach nicht bei Greuther Fürth verlängern wollen. Die halten an ihnen fest, obwohl sie echt nicht gut performt haben. Ja, aber ein Leitl ist doch kein Zweitligatrainer. Und jetzt hat er keinen Bock mehr. Jetzt eventuell Hannover 96. Alles klar, Kollege. Also in dem Spiel gibt es einfach auch keinen Grund, warum der Trainer die Mannschaft erreichen sollte. Deshalb gewinnt das Union. Haus hoch, aber darauf zu wetten ist wieder was anderes. Die Quote dementsprechend niedrig. Das führt, da trifft, glaube ich, jetzt, ja, drauf zu setzen, wäre schon ein bisschen frech. Übertore, vielleicht eine Option, aber dafür ist Union auch nicht bekannt. Aber gut, ganz schwer, Finger weg und dann schauen wir mal, wo es den Herrn Leitl hin verschlägt und was führt dann nächstes Jahr in der zweiten Liga macht, ob sie zurückkommen, wahrscheinlich eher nicht, aber hier ist es vor allem spannend. Hier geht's für die Arminen um die Wurst und komischerweise ist Hertha BSC hier Außenseiter mit einer Quote von 2,85. Kannst du eigentlich direkt Volley mitnehmen, weil unter Felix Magath hat die Hertha in 5 Spielen 3 Siege geholt und damit einen Sieg mehr als in den 17 Spielen zuvor. Und da soll einer sagen, Felix Magath ist nicht mehr auf dem Level und kann mit seiner Art in der Bundesliga nichts mehr erreichen. Also jeder, der so denkt, der kann sich mal selber schämen. So ein Quälix, den stempelt man einfach nicht ab. Ich habe jetzt auch keine Kristallkugel, wobei ich glaube, am Ende der Saison wird man sagen, Hertha mit einem perfekten Trainerwechsel und Arminia Bielefeld mit dem bescheuertsten Trainerwechsel in der Saison. Das erste Spiel haben sie ja mal schön unter dem neuen Trainer verkackt und auch verdient. Und ich glaube auch, dass sie hier nicht gewinnen werden. Man könnte mit Asian Handicap 0 noch das Unentschieden absichern. Aber genauso wie beim letzten Spieltag gerade sehen wir beide, glaube ich, die Hertha vorne und sind damit jetzt bisher ganz gut gefahren. Also Asian Handicap 0 auf Berlin. Sehr, sehr geile Quote um die 2. Also dass Berlin dieses Spiel verliert, halte ich angesichts der Arminenform im Vergleich zur starken Hertha-Form fast für ausgeschlossen. Aber gut, es ist immer noch Bundesliga und Sportwetten. Da kann viel passieren, aber es ist eine sehr, sehr attraktive Wette mit einer fast Zweierquote, die musste machen. Und Dortmund zu Hause gegen Bochum ist weniger attraktiv, 1,38. Könnte man fast sagen, das ist realistisch, weil es für die Bochumer nicht mehr um viel geht. Noch vor ein paar Wochen hätte man vielleicht sogar Value bei Bochum gefunden, aber selbst nach der Niederlage gegen Bayern denke ich nicht, dass Dortmund jetzt zu Hause hier irgendwas anbrennen lässt. Das Hinspiel, das war ein richtiger Kampf und da konnte Dortmund unentschieden spielen. Ich würde hier generell sagen, nach der, Klatsche gegen Bayern, muss man so sagen, würde ich nicht großartig auf Dortmund wetten und einfach zum nächsten Spiel gehen. Gut, ich habe jetzt auch keine Aktien. Bei Augsburg gegen Köln hingegen, da kann man auf jeden Fall einiges finden. Es ist auch ein hochinteressantes Spiel, aber die Quoten legen es schon nahe, dass es hier vielleicht auf ein Unentschieden hinausläuft. Man kann fast nicht sagen, wer hier stärker ist, finde ich. Das Hinspiel hat überraschenderweise Augsburg in Köln gewonnen. Augsburg, auch eine der stärksten Mannschaften, haben sie nicht? Was winkt er da ab? Doch. Und dann lässt er sich einfrieren. Köln hat nur 2 von 15 Köln hat nur 2 der letzten oder nur 2 von 15 Bundesliga-Duellen gegen Augsburg gewonnen. Von daher kann man das, habe ich ja jetzt auch nicht behauptet. Doch, du hast überraschenderweise gesagt.
Naja, weil Köln in der Saison eigentlich wesentlich besser ist als Augsburg. Also da muss man die Leute auch mal aussprechen lassen, Freunde der Sonne. Und dann wird sich der eine oder andere Punkt auch wieder zusammenreimen. Also das habe ich gemeint. Die Kölner heimstark ohne Ende. Drei Heimniederlagen, eine davon war gegen Augsburg. Also das ist doch außergewöhnlich. Jetzt ist aber umgedreht, die Augsburger zu Hause auch besser als auswärts natürlich. Und mit einem kleinen Lauf, muss man fast sagen, haben halt gegen Bayern verloren, das kann man schon mal machen, und gegen Felix Magath verloren. Wer verliert denn derzeit nicht gegen Felix Magath? Aber sonst haben sie Wolfsburg geschlagen, zu Hause, Mainz zu Hause geschlagen und in Bochum gewonnen. Also Augsburg ist schon ja, besser, als wir es jemals gedacht haben in der Saison bislang. Und Köln aber auch. Mit drei Siegen in Folge. Jetzt ist er wieder eingefroren. Naja, also lange Rede, kurzer Sinn. Ich würde sagen, ein Unentschieden hat Value und mit einer Quote von 3,5 kann man das schon mal mitnehmen. Genau. Dann die Bayern in Mainz. Da waren ja die Mainzer oft für eine Überraschung gut oder haben es zumindest knapp gehalten. Das Hinspiel haben sie 2-1 in München verloren. Aber das letzte Spiel, fast genau vor einem Jahr zu Hause, gegen die Bayern mit 2-1. Aber das muss man so sagen, war eine ganz andere Mainzer Mannschaft, die damals gerade einen Lauf hatte. Aber diese Mainzer Mannschaft im Moment hat alles andere als einen Lauf. Was sollen die hier reißen? War das nicht sogar das erste Spiel von Bo Svensson, wo du dir gedacht hast, warum lassen sie den ausgerechnet gegen Bayern ran? Auf jeden Fall glaube ich hier, dass der Bayern-Sieg Value hat und deshalb braucht man jetzt nicht drauf spekulieren, ob Mainz gut spielt oder nicht. Eine 1-6 auf Bayern kombiniert mit einem Union-Sieg gibt sogar eine über 2er-Quote. Mit einem Wem-Sieg? Union. Naja, ich würde fast Dortmund fast als Sieg bevorzugen. Ich Union. Alles klar, dann könnt ihr da entweder eine Dreierwette draus machen oder euch entscheiden. Aber ja, also Dortmund ist schon klarer Favorit gegen Bochum als Union gegen Greuther Fürth. Aber beides natürlich eigentlich klare Siege. Aber wenn man es immer vorher wüsste, gell, dann würde man mit Kombi-Wetten ja auch mal was gewinnen. Aber gut, da denken manche natürlich, sie hätten da ein Rezept. Egal, Bayern-Sieg, Wahnsinn eigentlich. Und Stuttgart gegen Wolfsburg, auch höchst interessante Quoten, auch total irgendwie an den Haaren herbeigezogen. Wahrscheinlich noch dem geschuldet, dass Wolfsburg beim letzten Auswärtsauftritt 6 Gegentore in Dortmund gefangen hat. Aber Stuttgart hat doch nie und nimmer eine Favoritenquote verdient nach den letzten Spielen. Vor allem, weil Wolfsburg den erfahrenen Kader hat und Stuttgart den jungen Kader, der offensichtlich nicht mit dieser Abstiegsthematik ja, zurechtkommt. Und die Niederlage gegen Berlin, die war schon verheerend. Gegen Mainz 0-0 könnte man sagen, gut. Auf der anderen Seite, wenn du die letzten Spiele von Mainz siehst, musst du sagen, schlecht. Und die sind sowas mit Druck jetzt zugeschissen. Das heißt, ich erwarte hier auch ein Punkt mindestens von Wolfsburg. Und da muss man überlegen, geht man vielleicht sogar ich nenne Cap 0 auf Wolfsburg, direkt auf Wolfsburg oder X2 oder was sagst du denn? Eigentlich ja, gibt es zwei Optionen. Die sichere Wette, die beste Wette an diesem Spieltag fast nach Hertha, eine Double Chance auf Wolfsburg mit einer Quote von 1,84. Da kann man wenig falsch machen, da setzen wir eine Einheit drauf. Die kommen Aber safe. in solchen Dingen finde ich es immer höchst interessant, ein bisschen mehr Risiko zu gehen. Wolfsburg minus 1 bei einer 6,55. Wenn Wolfsburg das Spiel gewinnt, dann ja, mindestens mit einem Tor Vorsprung. Und wenn sie sogar mit 2 Toren Vorsprung gewinnen, dann ist diese 6,5er-Quote eingelaufen. Ansonsten, wenn sie nur mit einem Tor Vorsprung gewinnen, dann gibt es das Geld zurück. Beim Unentschieden oder in Stuttgart, der Sieg ist diese Wette natürlich verloren. Ich würde aber trotzdem eine halbe Einheit doch riskieren. Normalerweise schauen wir immer, dass wir dann bei der Quote ungefähr auf eine Einheit Gewinn kommen. Aber ich finde diese Wette so sehr attraktiv, dass ich wirklich eine halbe Einheit draufgehen würde. Finde ich geil. Merci, merci. Hat doch was. Und Hoffenheim gegen Freiburg, auch ein höchst interessantes Spiel, wo auch natürlich der blindeste Typ gleich sagen wird, ist ja ein Unentschieden. Ja, wenn Hoffenheim nicht so kacke wäre und Freiburg so stark. Freiburg hat aus einem 0-2 ein 3-2 gegen Gladbach gemacht, um dann noch in der Nachspielzeit ein Unentschieden zu bekommen. Und Hoffenheim hat sich in den letzten 5 Spielen gegen Gegner, wo sie eigentlich viel mehr hätten punkten müssen,
die sehr, sehr starke Saison eventuell verspielt. Und wenn sie jetzt gegen Freiburg nicht gewinnen, dann wird es auch nichts mehr mit dem internationalen Geschäft. Ich glaube, Freiburg ist stärker. Die Quoten, Radek, was sagen die uns? Die sagen uns, dass Hoffenheim Favorit ist. Aber auch, wir haben erst im Januar dieses Spiel im DFB-Pokal gehabt. Das muss man natürlich auch nochmal dazu sagen. Genau in Hoffenheim hat Freiburg 4:1 gewonnen. Und das Hinspiel in Freiburg hat Hoffenheim gewonnen, aber die hatten auch da einen besseren Lauf. Jetzt hat Hoffenheim gar nichts, aber ich bin auch irgendwie davon entfernt, dass ich jetzt hier auf Freiburg gehen würde, weil ich grundsätzlich immer der Meinung bin, dass Freiburg nicht unbedingt ja, Favorit gegen irgendwen ist. Und auch wenn sie hier Außenseiter sind, habe ich irgendwie sehe ich das Unentschieden als fast in Stein gemeißelt an. Und wenn, dann hat auch Hoffenheim sogar mal wieder eine Chance gegen den Trend, ein Spiel zu gewinnen zu Hause. Also Freiburg-Wette finde ich hier, sehe ich hier nicht. Wenn Hoffenheim die Außenseiterquote gehabt hätte, wäre ich beide gewesen. So sehe ich aber auch Unentschieden als beste Wette. Mhm, 3,7, nice. Und Leverkusen-Frankfurt, da muss man ja dazu sagen, die Frankfurter, die sind im Europacup gegen West Ham gerade im Einsatz unter der Woche. Und dann müssen sie eben an diesem 2. Mai, was übrigens ein Montagsspiel ist, nach Leverkusen. Also ich denke mal, das könnte den Leverkusenern in die Karten spielen. Allerdings muss man da auch jetzt nicht zu viel philosophieren, denn die Quote ist so beschissen, dass man auch auf Leverkusen niemals setzen darf. Eher andersrum wird ein Schuh draus. Auch hier mit einer kleinen Einheit auf Unentschieden. Why not? Oder sagen Frankfurt plus 1,25 könnte doch trotz dieser Doppelbelastung keine allzu schlechte Wette sein. Aber ich weiß nicht, ich will hier nicht eine ganze Einheit riskieren, weil die ganze Einheit ist dann halt auch weg, wenn es anders läuft und Leverkusen halt die Schwäche der Eintracht ausnutzt, denn in der Bundesliga war es zuletzt ja nicht so besonders. Deswegen lieber eine kleine Einheit riskieren und viel gewinnen und wenig verlieren beim Unentschieden. Ja, trifft es am besten. Vor allem jetzt auch, wenn man wir haben jetzt noch nicht den Ausgang vom Euroleague-Spiel, aber die Quote, definitiv Frechheit, deshalb offiziell können wir jetzt sagen, Value auf Frankfurt, egal welche Wette man spielt. Ich finde plus 1,25 echt saugeil, weil wir reden ja von Eintracht Frankfurt, ein Team, was offensichtlich die Euroleague gewinnen kann, gegen ein Team, das offensichtlich Jahr für Jahr mega viel Scheiß am Ende der Saison baut. Da sehe ich schon Value. Also, aber jedem das seine. Ja, ich meine, wie gesagt, in der Bundesliga waren die Frankfurter zuletzt nicht so überzeugend, dass man jetzt auf sie setzen müsste. Auch nicht jetzt mit so einem relativ komfortablen Asian Handicap. Das ist eher so mein Bedenken gewesen. Und deswegen diese 5,2er-Quote für ein X ist doch Zucker, wenn man, wenn die einläuft. Super, mit einer Fünftel-Einheit gewinnt man fast eine ganze Einheit. Und wenn sie nicht einläuft, mein Gott, dieses bisschen Gambling-Geld, was gar nicht so viel Gambling ist, sondern einfach schlaue Investition, die ja nicht immer zurückkommen muss. Also sehe ich so, da kann man das schon mal machen. Aber wenn ihr es draußen anders seht, bitte einfach in die Kommentare. Ich freue mich über konstruktive Vorschläge. Und dann haben wir ja auch am Montag noch ein relativ interessantes Spiel von den Namen her mit Gladbach gegen Leipzig. Allerdings haben die Gladbacher in der Saison ja wirklich nicht allzu viel gerissen und Leipzig hingegen eigentlich auf einer Hot Streak, wenn sie da nicht gegen Union verloren hätten. Gladbacher ähnlich vielleicht einzuschätzen, haben sich wieder einigermaßen gefangen. Dieses Spiel gegen Freiburg war ja wirklich extrem gute Werbung. Christian Streich hat ja gesagt, jeder, der im Stadion war, der wird über 10 Jahre eine Dauerkarte kaufen wollen, weil das halt einfach ein super geiles Fußballspiel war. An dem auch die Gladbacher natürlich teil hatten mit 3 Toren und einem Lars Stindl-Ausgleich in der letzten Minute oder zumindest in den letzten Minuten. Und auf der anderen Seite halt die Leipziger, die auch nicht so schlecht sind. Also ob die Gladbacher jetzt weiter powern können und Leipzig gefährlich werden können, glaube ich fast nicht. Aber auf Leipzig zu setzen bei der 1,85er-Quote, weil ja auch Leipzig im Europapokal ran muss, würde ich jetzt auch irgendwie die Finger davon lassen. Mach mal kurz die Tabelle bitte. Weil da müssen wir uns noch eine Sache bei dem Spiel anschauen. Leipzig mit 54 Punkten noch nicht sicher in der Champions League. Und das ist die gefährliche Sache. Normalerweise würde ich sagen, weil sie im DFB-Pokalfinale sind, weil sie im Europapokalfinale sind und weil man davon ausgeht, dass die sowieso in die Champions League kommen, müsste Gladbach 1x Value haben. Aber Leipzig
braucht jetzt jeden Punkt, weil Freiburg nimmt ihnen sonst die Champions League weg. Und deshalb ist das Spiel untippbar. Das finde ich auch. Dann fassen wir doch mal zusammen. An diesem Spieltag haben wir doch einige schöne Wetten. Also, das erste Mal dann natürlich Hertha BSC verliert nicht in Bielefeld. Das gibt ein Asian Handicap 0 bei einer Quote von 1,98 und das ist eine der besten Wetten an diesem Spieltag. Dann haben wir ein paar X. Augsburg gegen Köln ist so ein X-Fall, wo man mit einer Dritteleinheit reingeht und bei einer 3,5er Quote doch noch eine attraktive Sache bekommt. Bayern gewinnt bei einer Quote von 1,54 in Mainz, fast als Einzelwette schon attraktiv genug. Wolfsburg Double Chance bei den Stuttgartern halte ich auch für eine gute Wette. Allerdings brauchen die Wölfe wahrscheinlich die Punkte nicht so sehr wie die Stuttgarter. Und da haben vielleicht Porsche aus Stuttgart und VW aus Niedersachsen, ich wittere Verschwörungen, aber wir haben halt schon gesagt, X2 Wolfsburg hätte eigentlich in einer normalen, fairen Welt extrem viel Value mit einer Quote von 1,84. VW will dem Daimler eins auswischen. Naja, aber weißt du, VW bringt ja Porsche an die Börse. Porsche gehört zu VW. Also würde VW Porsche hier nicht irgendwie unterstützen und die Punkte nach Stuttgart schieben. Ja, aber der Daimler ist beim VfB investiert, nicht Porsche, oder? Ja, aber Porsche ist ja auch in Stuttgart. Meinst du, die machen da nichts? Was meinst du, ob die Spieler lieber einen Daimler fahren oder einen Porsche? Das ist ja der Porsche Cup Tennis. Und der Daimler ist im Fußball involviert. Ja, die sind bestimmt auch so involviert. Ich sage nur, Porsche ist in Stuttgart und deswegen wird das hier vielleicht noch interessant werden. Im Zweifelfall einfach Finger weg. Aber dann haben wir natürlich Frage, noch... Nee. Die Frage habe ich jetzt. Warum schenkt dann Bayern München zum Beispiel dem VfL nicht die Punkte? Weil Ingolstadt München ist ja auch irgendwo in der Nähe. Also macht jetzt nicht so viel Sinn, meine Argumentation. Zum nächsten Spiel. Aber gut, dass du dieses Video unnötig in die Länge ziehst. Hoffenheim gegen Freiburg, Asian Handicap. Das war noch das Wolfsburg-Spiel. Hoffenheim-Freiburg, ein X bei einer Quote von 3,7. Bei Wolfsburg hatten wir übrigens noch ein Asian Handicap minus 1 auf die Wölfe. Mit einer halben Einheit bei einer Quote von 6,55. Und das auch nur, wenn man nicht an Verschwörungstheorien glaubt. Leverkusen gegen Frankfurt, auch ein X, mit einer Fünftel-Einheit bei einer Quote von 5,2. Das wird mal ein schöner Zettel und ich freue mich auf dieses Wochenende, vor allem, weil ich im Gardaland sein werde und auch die Spiele, ja, bin ich mal gespannt, was dabei rauskommt. Euch auch ein Top-Wochenende, bis dann! Ich bin sogar vielleicht beim Spiel Augsburg-Köln im Stadion und jetzt weiß ich, warum ich auf Audi gekommen bin, weil die natürlich Sponsor von FC Bayern sind. Also, schönes Wochenende!